Wenn du Pages öffnest, so erscheint dieses Übersichtsfenster und hier über Dokument erstellen, oben links erstellst du eine neue Datei. Zunächst erhältst du die Übersicht über die Vorlagen. Hier habt ihr schon vorgefertigte Designs für ganz spezielle Zwecke, unter anderem auch für Briefe. Wir wählen jetzt aber eine leere vertikale Datei. Ja, ich denke, dieses Textverarbeitungssystem ist nichts wirklich Neues. Wenn du schon mal mit Word gearbeitet hast, so wirst du einiges wieder erkennen. Du kannst gleich loslegen mit Schreiben. Programmierer beginnen immer mit diesem Satz hier: Hallo Welt. Nun kannst du diesen Text natürlich auch nach Belieben formatieren. Hierzu musst du ihn zuerst auswählen, also alle Wörter, die ein anderes Erscheinungsbild haben sollen, müssen ausgewählt sein. Ich mache das jeweils mit einem Doppelklick auf ein Wort und dann ziehe ich den ganzen Bereich, der geändert werden soll, auf. In der Leiste über der Tastatur hast du schon verschiedene Formatierungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Schriftgröße, den Schriftschnitt, wie fett, kursiv und so weiter, die Ausrichtung, falls es jetzt zentriert sein soll oder halt doch linksbündig und selbstverständlich die Schriftart, da hast du eine recht stattliche Liste. Weiter gehe ich hier nicht in die Details, da wirst du dich problemlos selber zurechtfinden. Über den Pinsel hast du noch diverse weitere Möglichkeiten, um eben die Schrift zu formatieren. Hier unter anderem eben nicht nur die Größe, sondern auch die Farbe. Aber du hast auch Möglichkeiten für Listen oder das Layout, also für die Spaltenzahl, den Abstand zwischen den Zeilen und so weiter. Hier hast du also sehr feine Gestaltungsmöglichkeiten, auf die ich aber nicht weiter eingehe. Für mich ist aber wichtig, dass du das schon kennenlernst. Ich arbeite viel mit diesen Absatzstilen. Und zwar wähle ich jetzt hier Überschrift, weil das ein Titel ist. Überschrift 2 wäre also ein weniger wichtiger Titel. Überschrift 3 wäre noch kleiner. Und wenn ich hier eine Zeilenschaltung mache, dann ist darunter sogleich wieder die Standardschrift. Am besten probierst du jetzt gleich ein bisschen aus und wirst vertraut mit dem Programm. Bevor ich diesen Film abschließe, noch ein Hinweis auf dieses Schraubenschlüssel-Symbol. Hier findest du nämlich zu unterst, ich klappe die Tastatur mal raus, zu unterst die Hilfe, die ist wichtig, wenn du mal nicht mehr weiter weißt. Hier hast du, wenn du auf die Übersicht klickst, eine gut strukturierte Online-Hilfe, die dir eigentlich alles erklärt, was diese App so kann. Weiter hast du unter Schraubenschlüssel auch die Einstellungen für das aktuelle Dokument, das Layout, die Kopfzeile und die Fußzeile. Mit OK kommst du wieder aus diesem Menü raus. Ich tippe erneut auf das Schraubenschlüssel-Symbol und zeige dir noch die Einstellungen zuletzt. Hier hast du die Möglichkeiten, zum Beispiel die Rechtschreibeprüfung zu aktivieren und weitere Hilfsmittel, die dir eben helfen, zum Beispiel der Lineal ist ganz wichtig, dich in dieser Datei zurechtzufinden und effizient zu arbeiten. Ja, das wäre schon mal eine erste Bekanntschaft mit dieser Textverarbeitungs-App.